Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind hier mit dem Leash unterwegs, der mit Harvest angreift. Wir nehmen jetzt noch diese Reaper Form hier unten rein und benutzen die dann gleich mal. Müssen aber noch einen Golem beschwören. So, den haben wir auf Bone Nova geskillt. Und wir haben geschaut, bei Reaper Form gehen wir vor allem auf 1 und das ist Gift. Also, wenn wir jetzt hier nochmal kurz schauen, hier rüber, increased damage over time, klar. Hier auch einen, hier Armor per Intelligenz, dann Saulschrot, also Necrotic Protection, Poison Protection, Double Potion Health Gain nehmen wir mal noch mit, dann hier runter auf Ward, Phantom Restoration. Und hier unten auf Necrotic Damage und Mark for Death. Darüber noch Ward Transform. Da haben wir, glaube ich, irgendwie so 20 Punkte. Ich hätte jetzt gedacht, es ist mehr für Damage, aber es ist eher defensive, was die Reaper Form so kann. Also, es wird den Schaden schon steigen. Nur eben nicht so viel, wie ich jetzt gedacht hätte. Aber der Schaden brauchen wir ja nicht. Wir brauchen defensiv und deshalb ist es auch gut. Ja, wir werden sehen. Wir machen aber die Reaper-Form auf Level 34 dann hoch. Aber jetzt haben wir noch keinen Slot. Also die drei brauchen wir einfach. Der Golem könnten wir kurz respecken für Reaper-Form. Aber nee, das brauchen wir nicht. Weil der Golem ist eigentlich unsere Stütze. So. Jetzt müssen wir noch kurz schauen, was wir ein Level haben, weil wir haben noch Handschuhe, die wir tragen könnten. 24 erst, ja. Dann haben wir die Handschuhe noch 10 Level nicht. Ah ja, jetzt Reaper Form. Sieht cool aus, aber irgendwie ist die AOE runtergegangen, oder? Ne, die AOE ist nicht runtergegangen. Da ist noch ein Gegner. Okay. Dieses Decay geht durch die Skillung dann runter, das ist die erste paar Punkte da bei Damage Over Time hat auch, dass Health Drain nicht so hoch ist, wo jetzt zum Beispiel hier ist, oder? Health Drain ist schon ein bisschen übertrieben hoch. Wir können nicht lange in der Reaper Form bleiben. Das ist einfach so ein extra Leben. Wenn er bei 0 ist, dann sind wir einfach nicht mehr Reaper, aber wir sterben nicht und das ist eigentlich ziemlich gut. Der Ring ist eigentlich auch ziemlich gut. Hat Doppel-Attribute, die wir brauchen. Wie kommt man ihn hier hoch? Ist da irgendwie ein Geheimgang? Das ist wahrscheinlich ein Nebengebiet, das ist das von unten wieder kommt. Okay. So, hier sind ja auch die. Ja. Schwörerknochenteile. Ah, noch nicht hier. Doch hier. So. Das ist ein Reaper-Form natürlich. Ist auch besser zu besiegen. Deshalb habe ich den Reaper jetzt auch genommen. Ja, aber die Reaper-Form verliert noch zu viel Leben. Also alle können wir leider nicht mit dem Reaper besiegen. Aber das ist Luxus. Also Reaper-Form wird ein gigantischer Luxus sein mit Harvest. Also so Gift-Harvest ist unerwartet mega stark. Also nicht wundern, dass ich die Gegner so schnell töte. So OP bin ich jetzt auch noch nicht, weil defensiv bin ich natürlich noch nicht OP. Dann Ward fehlt noch extremst, dass der ein paar Items hat tragen mit Ward. Aber ja, hauptsächlich stark und das macht einfach mehr Spielspaß, weil das Game ist ja nicht so actiongeladen wie zum Beispiel Path of Exile. Path of Exile haben nämlich das Gefühl, man ist mega im Stress, wenn man so viel Action hat. Und dieses Spiel ist das so locker. Also spiele ich das auch so gerne. Ich brauche ein Spiel, das Action hat und locker ist. Und da braucht man nicht so einen Schwierigkeitsgrad wie bei Path of Exile im Endgame. Also im Endgame ist ja auch der Schwierigkeitsgrad beim Path of Exile wieder reduziert. Also eigentlich so Mitte-Mapping oder Anfangs-Mapping ist der Schwierigkeitsgrad am höchsten bei Path of Exile. Das habe ich meistens dann nicht so gerne, deshalb mache ich meistens die Ligen nicht so viel weiter. Sollen wir kurz nach oben gehen und kurz schauen, was das für ein Ding war? Da ist er schon. Ja, nee, doch, das ist er, glaube ich, schon, das Schwein.
Ja. Aber eben, es gibt halt einfach nicht genügend Unique-Schreine oder so. Ich würde gerne einen Unique-Schrein heute finden. Ah, das ist aber ein sehr guter Schrein. Also, die Beatles waren jetzt in den letzten Patches nicht so stark, aber seit diesem Patch oder so sind die Beatles mega stark geworden. Oder auch Spinnen und so weiter. Ja, das ist natürlich schon sehr cool, dass wir den Schrein jetzt genommen haben. Schon vorher gesehen haben. Sehr gut, also ja, läuft. Aber ich sollte ein bisschen mehr in die Reaper-Form gehen. Dann sind wir noch schneller. Vor allem der Schaden geht irgendwie mega in die Höhe, oder? Okay, jetzt gegen diesen noch ein Teil. Also, ja, die haben jetzt mehr Leben noch. Dass die immer mehr Leben haben, weil sie ja keinen Schaden machen. Sondern ja, ein bisschen negativ und tut viele. Ja, Builds einfach bremsen, aber. Das ist einfach unglaublich, wie der stark ist. Ja. Also, ich bin fröhlich. Das Spiel macht echt viel Spaß momentan. Mit diesem Build macht das Spiel so viel Spaß, dass ich eben fast nicht ohne kann, sein kann. Okay, Nekrotik. Ding ist jetzt nicht so gut, scheinbar. Der macht einfach viel Schaden, der Gegner. Ich dachte, diesen Schuss, je länger der Schuss fliegt, desto mehr Schaden macht er, aber im Nahkampf hat er jetzt auch gerade sehr viel Schaden gemacht. Okay. So, vielleicht nicht immer so mega draufschlagen. Hier drin gewesen. So, jetzt noch mehr hier rein. Dem nächsten dann oben rein. Ich habe ein Gefühl, dass ich noch ein bisschen unterleveliger bin. Also, dass die Gegner meistens ein bisschen noch zu stark sind für dieses Level. So, also es nie vergesse. Quest hier zu machen. Mache ich natürlich. Das jetzt gerade kurz am Anfang. Dann gehe ich runter zum ja, und dann Quest gebe und dann gehe ich zum Waypoint und dann können wir gleich weiter. Nein, wir müssen ja sowieso die Quests machen zuerst. Aber so, wir müssen hier klopfen. Dann redet jemand, du bist nicht eine der Schule geht hier. Bei den Untoten. Also. Okay, da haben wir wieder ein Schild hier, also werden wir gespawnt. Können wir gleich gehen, machen. Hier oben. Hier sind ein paar Kisten. Ja, gehen wir am besten oben durch hier. Dann können wir nämlich den Boss hier auch zweimal besiegen. Der ist nämlich sehr süß, der Boss. Der hat mich noch nie irgendwie beschäftigt oder so. Also, er ist einfach leicht zu besiegen. Er hat vielleicht ein bisschen viel Leben. Man muss ein bisschen ausweichen und so, aber hauptsächlich ist der Gegner eine Lusche. Und das macht ihm so zu einem recht guten Farming. Also mit jedem Charakter, der hier durchläuft, ihn zweimal farmt. Der Beast hat eben Nahkampf. Also es kann sein, dass wir ein bisschen öfter sterben, dann so im 8., 7. Akt. 7. also im 8. Akt, aber. Ja, die Gegner sind halt einfach OP dort. Und dann nicht mehr so oft, hoffentlich. Schon wieder Snowblind. Ich finde diesen Scheißhelm, also ist schon gut, aber der ist einfach viel zu häufig. Den sollten sie einfach reduzieren, die Drop-Chance. Das ist unglaublich, wie oft ich den. Den habe ich ganz erst spät bekommen. Also der gab es schon Ewigkeiten und ich habe ihn nie bekommen. Und dann plötzlich droppt er einfach viel zu oft. Das ist unglaublich, wie. Ja,
die Drop-Chancen noch schlecht angepasst sind in diesem Spiel. Ich kann nicht immer das gleiche Unique finden. Das macht doch keinen Spaß. Lass auch mal die Uniques finden, die ich noch nicht habe, oder? Aber es ist unglaublich, wie oft der droppt. Ich glaube, ich mache eine Sammlung, wie oft der Ding droppt. Also ich sammle alle einfach. Ich habe genug Kistenplatz durch diesen Patch. Wir können Scheiße bauen, Scheiße einsammeln. Ja. Das Skelett ist nicht schlecht stark gewesen. So, jetzt müssen wir aber noch zum Quest gehen. Also, hier haben wir ja Aria jetzt vor. Der Aria. Damit wir ein bisschen mehr Reichweite haben. Schön. Sehr schön. Von wo kommt das eigentlich, dieser Meme? Schön. Sehr schön. Das hat jemand, irgendwie ein Politiker oder so mal gesagt, glaube ich. Das muss ich mal nachschauen, das interessiert mich. Reap, 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 reap. Sieht eigentlich wie ein Raid aus, habe ich jetzt gerade gemerkt. Hinten dann war ein Raid. Der war einfach kleiner und ich bin ein großer Raid. So. Jetzt gehen wir in die andere College, in der anderen Seite. Damit wir einen Skillpunkt bekommen. Yeah, Skillpunkt. Ruined Era. Ruined Era. Also wir gehen in die Zukunft, damit wir erarbeitet haben, das Teil holen können. Dann in die Vergangenheit wieder gehen können und Durchlass bekommen. Aber was ist das genau für ein Teil? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Irgendwie so ein, ja, Mitgliedszeichen oder so. Das zeigt, ja, wir sind Mitglied von diesem College. Wir können dann in der Vergangenheit wieder reingehen. Sehr interessante Quest. Also eben diese Zukunftssache ist für mich eigentlich nie langweilig. Viele Kritiker sagen immer, ja, die Spiele haben zu viel Vergangenheit und Zukunftssachen, also Zeitreise-Sachen. Aber das finde ich gar nicht. Das ist noch zu wenig. Ich muss noch mehr Zeitreisen haben. Vor allem eben ist es ja auch wichtig, dass man Umfang hat, so Zeitreisen. Weil manchmal will man ja auch in die Zukunft kommen können. Das kann man ja sicher nicht machen, indem man einfach irgendwie schlafen geht, wie bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Also deshalb, ja. Sonst wäre es ja auch wieder langweilig, wenn es immer nur schlafen ist. Ah ja, ich werde eingefroren. Oder ja, ich bin durch Göttinnen Schlaf versetzt worden. Ja, ja. Ist ja witzig, aber ja, eigentlich sollten ja Stories unterschiedlich sein. Also vor allem als Story-Designer sollte man eigentlich im Griff sein, eine Story selber machen zu können und nicht sie zu kopieren oder sie zu ähnlich machen mit einem anderen Game. Und das ist mir auch eben wichtig, dass ich wirklich, wenn ich jetzt ein Game mache, ein Roblox-Game, eine Story habe, die noch nicht so oft gebracht werden. Und ich weiß schon, was genau ich mache. Aber ich sag's nicht. Ich habe gute Ideen, zu gute Ideen. Jetzt kommt wieder dieses Problem mit dem Patent. Dass ich etwas nicht patentieren kann. Ja. Am Ende eines Dungeons kommt ein Beetle. Das brauchen wir unbedingt. So. College! In der Imperial Area Ding wieder. Ära, genau, Ära. Nicht ihre. Es ist nicht ihre Ära, es ist meine Ära. Es ist seine Ära, nicht ihre Ära. Es ist nicht ihre, es ist eine Ära. Ära, deine Art. Ich habe jetzt kürzlich auch wieder Last Epoch spiele ich die ganze Zeit schon. Titan Quest gespielt. Und da gab es auch coole Sachen mit Göttern und so. Also, Götter sind sehr interessant. Gibt es auch ein bisschen oft in Spielen. Nur aber nie so extrem interessant. Ich weiß nicht, wie viel Heilfleisch ich habe. Ich mache jetzt das mal hier in Punkte. Schreibe Charakter. Und steht irgendwie, wie viel Heilfleisch wir schon haben. Weil ich kenne keinen Heilfleisch.
Ja, dann hätten wir nur 1% Schadensteigerung, das brauchen wir nicht. Deshalb, eine Intelligenzrüstung brauchen wir eigentlich auch nicht. Dieses Drop, dieses Gelb-Item da, brauchen wir eigentlich auch nicht einzusammeln. Was haben wir denn eigentlich für eine Rüstung? Wir haben immer noch die Ausweichrüstung. Ist zwar schon stark, also ich glaube, sie ist stark. Auf jeden Fall gibt es keine bessere momentan für mich. Komm, wir nehmen die. Wir werden wahrscheinlich sehr viel weniger Defensive haben, aber wir werden Schaden hart machen. Weil viel ausweichen können wir auch nicht. Health haben wir aber noch drauf, das ist sehr wichtig. Und hier haben wir ja den Ring mit Health und Vitalität und Intelligenz. Ist ziemlich defensiv auch. Weil wir den Ring ja bald nicht mehr tragen wollen. Einfach den Golem dann einfach nicht mehr so viel aushält. Aber wir brauchen ja nochmals ein bisschen mehr Defensiv, als der Ring uns bietet. Eigentlich gar keine Defensive an, so richtig. Das ist ja nur Minion und Geschwindigkeit und so. Ja, ja. Diese Probleme mit den Items in diesem Spiel. Man will ja immer wieder das Beste haben. Mann, aber diese Assassinen sind einfach zu nervig mit ihren Bewegungen. Da möchte ich noch ein bisschen besser treffen können. Also sie machen schon Aua. Sonst machen sie sehr viel Aua. Ja. Heute bin ich wieder so extrem fit. Also vorgestern war ich sehr müde. Gestern war ich, ja, gut fit am Morgen. Und heute bin ich super fit am Morgen. Ich hoffe, dass es auch wirklich den ganzen Tag wieder Fitness gibt. Dass ich dann wieder ein bisschen fitter bin für Livestreams und Spiele entwickeln. Und morgen, am Morgen dann wieder genug fit bin zum Video drehen. Aber jetzt erstmal gehe ich zuerst mal raus und dann lade ich das Video hoch. Das geht nicht so lange zum Hochladen. Dass ich schon draußen war heute und viel Sport machen kann. Jetzt wird seit 10:08 Uhr, dass ich aber sicher 4 Stunden Zeit zum Trainieren. Aber ich werde nicht 4 Stunden trainieren, sondern 1 Stunde und dann hochladen und dann machen wir es 3 Stunden. Genau, und dann mache ich Livestreams. Ja, ja. Aber Zeitmanagement ist momentan sehr wichtig für mich, dass ich wirklich sehr viel machen kann. Aber habe ich echt auch irgendwie das Gefühl, der Mensch macht momentan ein bisschen zu wenig. Dass der Mensch mal ein bisschen wieder fleißiger werden soll. Also ich sehe immer wieder viele Menschen, die einfach faul sind. Unglaublich faul. Den ganzen Tag nur zocken. Oder nicht mal zocken, sondern die ganze Zeit irgendwie beschäftigt sind mit anderen Sachen. Die schlafen. Sehr viele Leute schlafen den ganzen Tag. Ist nur abends manchmal ein bisschen aktiver. Schade, dass viele Menschen einfach faul werden. Das ist die Moderne. Der Mensch muss immer wie weniger machen. Bald machen es ja die Roboter auch und so. Das macht den Menschen krank. Also das Gehirn muss beschäftigt sein. Ihr werdet automatisch dümmer, wenn ihr das hier nicht richtig beschäftigt. Das ist einfach so. Und ich habe einfach gemerkt, wie intelligent ich werde, wenn ich mich beschäftige. Und dann habe ich wieder das Gefühl, ja, ich werde einfach zu wenig gefunden. Ich müsste wieder mehr Werbung machen und alles. Also, ja, ich müsste Werbung überhaupt machen. Also am schlimmsten ist es einfach, ich möchte den Leuten nicht auf den Geist gehen. Dadurch bekomme ich weniger Aufrufe. Also ich müsste eigentlich euch Zuschauern so auf die Nerven gehen, dass ihr mich schaut. Weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, die Livestream und Let's Player, die am meisten Nerven bekommen, am meisten Aufrufe über. Also das heißt genau das gleiche, dann unterstütze ich die Zuschauer, die nervige Sachen gerne haben. Und so wird das dann natürlich auch extremst nervig bei mir sein. Dann hätte ich zwar Erfolg, aber ich würde mich wahrscheinlich selber auch auf die Nerven gehen damit. Deshalb
Ignoriert Leute, die euch nerven. Ihr müsst nicht denen folgen. Und sonst sagt ihr, du nervst. Einfach schreiben. Das ist doch keine Kritik, nicht schlimme Kritik, wenn ihr sagt, du nervst. Ich sag den Großen auch immer wieder, ja, sie sollen jetzt aufhören, immer wieder zu sagen, ja, bitte abonniert mich, bitte liked mich und so Sachen. Die ignorieren das zwar, aber ja, ich sag's trotzdem. Ich schaue noch, dass die Welt nicht in den Chaos stürzt. Aber viele Menschen schauen das nicht mehr. So Livestreamer werden immer wie Brain AFK. Das ist schlimm. Okay. Noch 10 Minuten. Gut. Ja, und ich bin halt einfach einer, der auch ein bisschen etwas zeigt und wenig Einblendungen im Ding hat. Ich hasse das, wenn immer wieder Einblendungen kommen während dem Livestream oder Let's Play. Wenn ihr ein Game Let's Play oder Livestreamt, dann muss doch das Game zu sehen sein und nicht irgendwelche Hackfressen. Und dann, bitte abonniert mich. Bitte liked mich. Sondern das Videospiel muss zu sehen sein. Und das verstehen die meisten Let's Player und Livestreamer nicht. Ist so schade. Es ist, die Welt geht einfach irgendwie wegen Dummheit unter. Was jetzt in Amerika so ist wegen Corona-Krise, das ist die größte Dummheit. In Schweden gibt es jetzt auch wieder mega viele Ansteckungen pro Tag. Wegen Dummheit. Mann, es wird immer wieder berichtet von Schweden und die benehmen sich so dumm gegen Corona. Anstelle mal ein bisschen Schutz zu verwalten, heulen sie herum, oh, sie haben wieder 10.300 Ansteckungen pro Tag. Das ist völliger Bullshit. Das ist No-Brain-TV oder Zeitungsartikel. Das ist einfach No-Brain. Für mich ist Corona seit 3 Monaten weg. Ich muss mich nicht immer wieder ansehen, oh, die heulen rum, das ist nicht gut, dieses Gesetz ist da eingefügt worden oder wurde gelockert. Es interessiert mich gar ein bisschen, weil das nur Brain AFK ist. Das ist völliges, ja. Es ist so, man schützt sich. Also das heißt nicht, man muss irgendwelche News lesen, wie was geschützt wurde oder was gelockert wurde. Weil man schützt sich einfach, bis Corona wieder weg ist. Aber dass die Menschen das nicht merken, wieder in die Ferien gehen und wieder zurück krank kommen, weitere Leute anstecken oder ganze Schulen anstecken, die Jugendlichen, die wieder von den Ferien zurückkommen. Solche Leute sollte man einsperren. Die Leute machen etwas gegen das Volk. Weil sie einfach Brain AFK sind. Ja, gut. Aber ständig, also nur noch Brain AFK zu sein, ist schon heftig. Stellt euch mal vor, ihr wollt intelligenter sein, macht irgendwie etwas, zum Beispiel Schule oder? Oder einen Job. Und was bekommt ihr? Irgendwie diese Überforderung. Und anstelle von irgendwie ja dazu lernen, dass man nicht mehr überfordert ist, machen die meisten Menschen dann irgendwie etwas, wie zum Beispiel mit Leuten reden oder so, zur Dummheit. Sie wollen dann alles dumm machen, weil sie überfordert sind mit der Intelligenz von einem Job oder einer Arbeit. Dann haben sie wieder das Gefühl, ja, sie müssen überall dumm sein, auch im Internet, in der Öffentlichkeit dumm sein. Und das zeigt schon wirklich, die Menschen sind manchmal einfach strunzdumm, weil sie sich so strunzdumm verhalten. Sie sind nicht dumm, sie konzentrieren sich aber nur noch auf eine Arbeit, auf eine Richtung, wie zum Beispiel Mathematik oder Technik. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, also ich habe jetzt 2 Techniken, die sehr intelligent sind, aber ich habe noch 3 andere Techniker, die strunzdumm sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn jetzt ein Techniker ist, dann versteht er gar nichts mehr vom Game oder so. Also, ja. Der Loon ist zum Beispiel mega intelligent und der Xcarus LP auch. Zum Beispiel der Marco ist ein bisschen Techniker, aber er ist jetzt nicht, den sage ich jetzt nicht, der ist Techniker, er ist eher Spieleentwickler. Der ist wieder sehr guter Spieleentwickler. Aber manche Leute kommen und so und sagen, ja, ich bin Techniker, komm, ich helfe dir irgendwas zu machen, jetzt zum Beispiel einen Minecraft-Server oder ein GTA Roleplay-Server und dann machen sie irgendwie schon dumme Sachen.
Und da gibt es wieder Leute wie zum Beispiel Bruder HD, also der erste schon. Ja, genau! Das war ein Mega-Creeting, wie soll das? Ne, ein Dot-Creeting. Geht's noch? Dann gibt es eben so wie zum Beispiel eben der, wie heißt der? Gutschein. Und Dinge nicht mehr gesehen, also geschrieben. The Cool Guy, genau. Der macht für mich ein mega Roleplay, GTA Roleplay Server. Und dann hat er manchmal einfach irgendwie nicht so die Zeit. Also er hat jetzt sicher 5 Tage oder so nicht mehr mit mir geschrieben oder geredet. Der ist einfach dann im Hintergrund. Und das ist dann manchmal halt für mich auch nicht so interessant oder so. Schon, aber was ich will, ist einfach diese Verbundenheit, diese Kollegschaft und nicht die Arbeit. Wenn einer dann einige Zeit nicht mehr Zeit hat und so, dann ist es immer so irgendwie die Arbeit. Und das macht halt schon... Weißt du, du bist so ein fleißiger Junge. Also ich. Und trotzdem arbeitet niemand so fleißig für mich. Dann fühlst du dich schon manchmal ein bisschen einsam. Du hast irgendwie das Gefühl, nur du kannst viel machen und alle anderen machen nicht viel und die haben einfach den Genuss, dass sie etwas zeigen konnten, aber sie haben nicht den Fleiß. Oder? Du fühlst dich einfach so ein bisschen einsam, weil du als Einziger so viel arbeiten kannst. Also was ich so einstelle, also das ist ein Server, Minecraft-Server, braucht auch mega Zeit, weil es geht einfach nicht. Du kannst zum Beispiel nicht Plugins und Mods gleichzeitig laufen. Du musst extrem viel einstellen. Erst dann geht es mit dem Laufen. Also du musst es selber machen. Und das macht natürlich schon sehr viel, es braucht sehr viel Zeit. Und dafür bist du dann wieder viel glücklicher. Nur eben, da musst du auch wieder Werbung machen, weil die Leute auch überhaupt das Modpack installieren. Sonst muss ich wieder einen Vanilla-Server machen und dann hat auch wieder nie jemand Zeit oder Lust. Das ist einfach das mit der Werbung. Du bist so... Also wenn du talentiert bist, dann musst du Werbung machen. Du bist so gedrungen, Werbung zu machen. Auch wenn du es unbedingt nicht willst. Was ist denn das? Hat jetzt der heutige Mensch nur noch Konventionalismus im Kopf? Kann er nur noch ein Game spielen, wenn es wirklich Werbung darüber gemacht wird? Der Mensch wird einfach zu abhängig von solchen Sachen. Das ist unglaublich, oder? Du fühlst dich, als würdest du unter Roboter leben und nicht unter Menschen. Oder? Wenn du irgendwas brauchst oder sehen willst, ein Spiel spielen willst, dann suchst du nach dem Spiel. Du willst nicht Werbung sagen und dann das Spiel spielen. Also ja, die dummen Menschen machen das, weil sie nicht ohne Werbung etwas finden können. Aber doch nicht euch, ihr intelligenten Menschen. Ich freue mich ja, dass ihr so intelligent seid, aber dann macht auch etwas für die Intelligenz. Ich habe irgendwie das Gefühl, heutzutage ist der Mensch nur noch etwas. Er sieht etwas in der Werbung, er kauft es, er spielt es. Aber wenn er diese 3 Sachen nicht macht, dann findet er eventuell das Spiel noch, aber spielt es nicht mehr. Er hat irgendwie die Lust, ein Spiel zu spielen, wo mehr Leute sind. Und dann geht der Zug weit und weit und irgendwann mal geht die Welt kaputt, weil nur noch das blöde Zeugs gespielt wird und alles mögliche. Mallorca. Alle gehen nach Mallorca, weil sie es wissen, dort sind die Leute. Aber es gibt 1000-mal schönere Inseln. Geht mal jemand irgendwie auf eine Insel, die, ja, unterbesetzt ist oder wo auch ein bisschen Geld verdienen wird? Nein, wegen Werbung. Weil man muss ja nach Mallorca gehen, man sieht ja die Werbung. Also und dann, ja. Ich habe nur einen einzigen Mensch gehört, der einmal nach Gran Canaria ging. Alle anderen nach Las Palmas, nach anderen kanarischen Inseln und so weiter. Alle anderen irgendwo anders hin. Ich kenne einen einzigen Kollegen, der nach Gran Canaria geht. Das ist wirklich eines der touristischen Inseln. Dabei ist sie so schön. Es ist zwar ein bisschen trocken,
Also in alle Gran Canarischen Inseln. Ja, also nächstes Level 31. Ein Stab. Der ist sicher mal für hier hinten. Ah, das war schon dieses Ende da. Aber hier haben wir auch noch ein paar. Es hat einfach nicht Gift, aber es ist hat. Ja, wir machen einfach den. Wir haben ja also diesen Stab. Was wir noch brauchen für diesen Beet ist ein bisschen Defensive. Also das ist Defensive, Level 39. Haben wir dann hier noch? Es fehlen für diesen Bild noch die Items. Also ich habe die Gift-Unix noch nicht, das ist der Start. Dann brauchen wir noch ein Set, sicher mal. Dieses Set ist ja Necrotic Damage, aber das haben wir ja auch. Also das, die zwei Items vom Isadora Set benutzen wir. Das dritte habe ich noch nicht gefunden. Also, dann schauen wir mal, haben wir hier die Rüstung? Haben wir hier die Rüstung? Haben wir hier die Rüstung? Hier diese Rüstung? Haben wir noch nicht doppelt. Also, hier rein tun. Diesen Helm, der war auch nicht hier, der war hier. Ist er stärker? Ist er schwächer? Er ist stärker. Freeze Multiplier darunter. Aber Cold Protection ist viel, viel besser. So, und dieser Stab, wo ist denn dieser Stab? Der Stab ist hier. Ist der besser? 116, 115. Ist viel stärker, also der neue ist viel schwächer. Dieser Ring machen wir unbedingt hier hin. Hier unten habe ich auf den anderen Charakterbild die Items. Und hier oben mache ich für diesen Charakterbild die Items. Okay. Ja, das hilft. Amulett möchte ich noch schauen. 25,7. Ja, 16, 10, 8, 12. Also müssen wir nicht reintun. Ich habe ja schon 4. Wenn es nicht stärker ist, muss ich es nicht mehr dazu nehmen. So, oh, schöne Maske. Todesmaske. Ich bin der Tod. Sieht aber auch komisch aus, so ein Stachel. Ja. Voll noir. Gothic. Wie sieht der Helm aus? Das ist ein ganz normaler Helm, aber da hat es Stacheln. Okay. Passt nicht so dazu. Gut, dann sind wir wieder fertig. Dankeschön fürs Zusehen. Im nächsten Part werden wir dann weitergehen. In den Sumpf, also richtig in den Sumpf rein. Zuerst mal dieses Nebengebiet machen für die Idol-Slots endlich mal wieder. Und dann finden wir dann ab dann eigentlich schon die richtigen Idole für diese Klasse. Also werden wir dann sehen. Dankeschön und ja, eben Unterstützung hätte ich auch mal wieder für ein bisschen verdient, weil eben ich mache keine Werbung. So langsam geht es wieder zurück mit dem Anschauen von Videos und Kommentieren. Und deshalb, ja, einfach kurz nochmals sagen, ja, wäre toll, wenn ihr wieder ein bisschen öfters schaut. Ist natürlich freiwillig, nur ohne das kann ich halt fast gar nicht wachsen. Und dann habe ich auch keine Lust, Videos zu machen. Also es ist, wenn ihr Spaß habt an den Videos und sie auch schaut und so, dann könnt ihr mich ja gerne ein bisschen unterstützen, wenn ihr wollt. Nur eben, alles freiwillig, kein Zwang, nix. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.